Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen heute Mindful Garden anspielen, ist für PS4 und PS5 verfügbar, soweit ich weiß. Ich habe es auf der PS5. Mal gespannt. Sah so ein bisschen aus. Wie heißt das japanische? Wenn man Papier falten kann, gut. Also auf den ersten Bildern. Boah, da wird mir schlecht. Thank you.
Ach du Heilige. Ach du Heilige Scheiße. Uaha. Wird was, wenn ich runterfalle? Auch hier. Da war ich doch. Ich hier runterfalle? Der ganze Weg, den ich bis jetzt hier gelaufen bin. Ach, nicht dein Ernst, oder? Okay. Also manche, ich habe ja Höhenangst, aber bei manchen Spielen ist es nicht schlimm. Aber bei manchen Spielen und wie die Zeichenart hier ist und so, finde ich das gerade nicht so prickelnd. Thank you.
Also, wenn öfters sowas ist, das wäre ein Spiel, was ich halt nicht immer wieder spielen könnte oder öfters spielen könnte, weil das mir Schiss macht. Ehrlich, auf ein Deutscher sagt. Weil ich davon Höhenangst kriege. Hier muss ein rotes Ding drin, dass hier was passiert. Das rote ist da oben. Ah ne, da öffne ich nur die Tür. Ich würde sagen, das reicht. Ein totales Wirrwarr. Aber ich muss echt sagen, dass mir das Spiel echt Höhenangst macht. Sehe ich schon wieder so hell aus? Ach, die Sonne kommt gerade rum. Es ist ein schönes Spiel, es ist ein kniffliges Spiel. Gibt es für PS4 und PS5. Und so wo ich so runtergesprungen habe, das war eigentlich ganz okay. Aber wo ich da in diesen Raum wurde, denn außer wie ein Haus links, rechts und dann wie das. Geht ganz schön auf die Pumpe, das ist nicht so. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Spiel. Wenn man mal ein bisschen was kniffliert machen will. So, ich bin dann weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Auch wenn es was kürzer war. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.